See a day to see a job is what it made to me. Shit be thinking bravery. See it's mine to slavery. 9 to 5, grind and strive. Fuck a nigga, pay me less. It pay my bills at minimal, but see it pay me. So, gerade frisch von der Post geholt. Mal gucken, was Schönes gibt. Oh, mal auspacken. Hi, ich bin's, Marco. Ihr kennt mich vielleicht vom Skatepark um die Ecke. Ich habe jetzt hier erstmal ein schönes KE-Bike bekommen, was wir heute zusammen aufbauen. Werde mich dann in Zukunft noch einigen Videos sehen auf dem YouTube-Channel, wo wir ein bisschen was zusammen gucken für Anfänger. Und heute erstmal auspacken, aufbauen. Fangen wir mal an. Ganz wichtig, ein Fahrradhelm. Okay. Kleidung ist auch mal wichtig. Und fette Handschuhe, die neu sind. Geil. Mega geil. Um mal den ganzen Unrat zu entfernen, das ganze Verpackungsmaterial, hole ich jetzt mal ein bisschen Werkzeug. Du könntest auch hierher schnippen, wenn du willst. Klappt das, ja? Soll ich mal schnipsen? Genau. Schnipp, schnapp. Krempel ist ab. Jetzt zieh ich mir aber erst noch mein neues Shirt an. Sieht's gut. Die Fahrräder von KAE, wenn ihr die bestellt, die kommen fast fertig an. Ihr müsst eigentlich nur ein bisschen was zusammenstecken und ein paar Schrauben nachziehen oder kontrollieren, dass sie fest sind. Zeig mal gleich alles. Pedalen und Einstellschrauben für die Bremse. Plus für die Anfänger ein interessantes Heftchen zum Lesen. Genau. Machen wir aber als letztes das hier. So. Dann erstmal handfest festschrauben. Wir machen das mal relativ schnell. Auf dem YouTube-Kanal von KAE findet ihr bereits Aufbauvideos. Könnt ihr einfach gerne reingucken, wenn ihr dann wirklich sehen wollt, wie es im Detail alles gebaut wird, festgeschraubt wird, wo ihr drauf achten müsst. Ganz wichtig halt immer nur Vorbau über Kreuz festziehen. Das heißt unten links, oben rechts, unten rechts und dann halt immer über Kreuz. Was man relativ entspannt machen kann, um den Lenker von der Distanz mittig zu machen. Ihr habt hier, ich ziehe es mal an die Seite, hier Riffelung, damit das schön greift im Vorbau drinnen. Einfach mittig schieben. Guckt dann ein ganz kleines Stückchen nur nach Seite meistens raus. Aber das ist ungefähr, dass es wirklich mittig ist. Nutzen Lenker hoch, circa parallel zur Gabel, vielleicht ein kleines bisschen nach vorne heutzutage. Dann so über Kreuz festziehen, dass der Spalt vorne, das ein Stück vorne und hinten gleiche Distanz hat. Damit wirklich vorne und hinten die gleiche Kraft wirkt. Jetzt greift hier noch ein bisschen was. Da es verschiedene Arten gibt zu fahren und ich keine Vorderbremse fahre, baue ich sie jetzt ab. Es gibt halt Leute, die fahren Vorder-Hinterbremse, gar keine Bremsen, nur eine Vorderbremse oder nur eine Hinterbremse. Letzteres bin ich. Deswegen einfach abschrauben. Bremse könnt ihr links oder rechts heutzutage ohne Probleme montieren. Durch die Scharniere. Einfach aufschrauben, drüber gehen, zuschrauben. Da ich aber meine Bremse aus jahrelanger Gewohnheit links fahre, muss ich noch fix den Bremshebel wechseln. Das habe ich mir halt hergewünscht, das Werkzeug. Jetzt muss ich halt damit leben. Ja, das ist eigentlich ja
ja nicht so, als ob wir Werkzeug hier hätten. Ja. So. Dann steht auf den Pedalen immer drinne, für welche Seite das ist. Ich habe da eine rechte Kurbel und eine linke Kurbel. Dann steht hier ganz leicht drauf geprägt ein L und ein R. Also rechte Seite, linke Seite. Ja, nur noch das Vorderrad. Kann sein, dass ich es mitdreht, einfach mit der Hand kontern. Dann passt das auf. Festziehen. So, fest aber. Jetzt nochmal die restlichen Schrauben kontrollieren. Kurbel ist ganz wichtig. Sechser im Bus. Das ist fest. Gut, das war jetzt locker. So, am Anfang, wenn der Sattel ein bisschen höher ist, ist es ein bisschen angenehmer. Ein bisschen entspannter, wenn man es dann, wenn es noch ungewohnt ist, sich nochmal hinsetzen kann zwischendurch. Ich mache für mich jetzt so 4-4,5 Bar drauf, weil ich einfach im Park fahren oder im Skatepark oder auf Dirts das mag, wenn weniger Rollwiderstand drauf ist. Rad ist jetzt fertig, alles geprüft, alle Schrauben fest und machen jetzt mal eine Testrunde. Oh, das sitzt gut. Ist auch eine L? Weiß ich nicht. Ja, sitzt gut. Geil. Wir sind jetzt im Skatepark angekommen und fahren jetzt eine Proberunde hier, gucken, ob alles fest ist, wie sie es fahren lässt. Und ich bin auf jeden Fall schon echt gespannt. Ja, das war's fürs erste Mal. Fahrrad fährt sich sehr gut. Alles hält, alles gut zusammengeschraubt. Und das war's erstmal für heute, wie gesagt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, demnächst gibt es auch neue Videos. Steady sipping on the wine glass. She said I'm like a ball player while I drive hello. Jazz playing in the whip 'cause my car mellow.